Events zu beurteilen ist sehr, sehr schwierig, weil man ist ja nicht live dabei. Man muss sich ja aufgrund des Materials versuchen, einen Eindruck zu verschaffen. Wir schauen eigentlich auf fast drei Dinge. Zum einen schauen wir, was ist die Aufgabe, die es zu lösen galt? Und ist das, was wir dort sehen, eine gute, neue, innovative Art, diese Aufgabe zu lösen? Natürlich geht es auch darum, dass das Ganze handwerklich exzellent ausgeführt sein muss. Und so ein bisschen schauen wir natürlich auch auf Ergebnisse und auf Kosten. Das muss ja alles auch im Verhältnis stehen. Weil es geht schon darum, dass die Ideen in sich frisch sind, eine gewisse Außergewöhnlichkeit haben und sich vom Benchmark in der jeweiligen Kategorie auch abheben. Es hat einige Projekte dabei, die inspirierend sind, die ja doch mit sehr viel Herzblut umgesetzt wurden. Und es ist schön zu sehen, dass viele Projekte eben entstehen und eben auch etwas daraus wird und eben auch viel bewegt werden konnte. Wir haben von kleinen, feinen Ideen bis zu ganz großen Events, bis zu Events, wo ganz viel Geld vorhanden war, zu Ideen, die mit ganz wenig Budget umgesetzt werden mussten. Und das finde ich eigentlich ganz schön an der Geschichte. Mit dem reinen, schieren, rationalen Professionalismus kann man wahrscheinlich keine tollen Events generieren. Und das ist auch das Schöne für uns, weil wir das natürlich bei jeder Präsentation herausspüren, sehen, dass die Leute da mit Engagement dahinter waren. Eine gute Jury ist so zusammengesetzt, dass sie möglichst viele verschiedene Facetten jedes Projekts beleuchtet. Wir haben Kategoriepreise gemacht und haben da lang diskutiert und haben drei Sonderpreise benennen müssen, eben weil wir sagen, ja, sie passen nicht ganz und wissen, was fehlt, aber es ist so super cool. Der braucht ein Xaver als Signal auch. Man sagt, das ist eine tolle Arbeit. Es war nicht leicht, aber es ist so wie fast jedes Mal. Es gibt ganz lange, große Diskussionen, aber am Schluss ist man sich hundertprozentig einig.